يا لولو، كيف عم تلحقي بالمدرسة؟ Wie läuft's bei dir in der Schule? Das ist Manal. Und das ist Ali. Beide sind vor dem Krieg in Syrien geflüchtet. In Deutschland hoffen sie auf ein neues Leben. Ich bin aufgeregt, weil ich jetzt eine Perspektive sehe für meine Zukunft. 12 Monate haben wir sie begleitet. Monate voller Schmerz. Was auch geschieht, eine Mutter sollte bei ihren Kindern bleiben. Enttäuschung. Ich habe ihm meinen Reisepass und meinen Ausweis gezeigt, aber sie bezweifeln, dass ich Syrer bin. Und Hoffnung. Das ist ein Geschenk. Ja. Allah. Ja. Geschenk. Ich bin dein Geschenk. Ja, du bist auch mein Geschenk, Manal. Holiday. Ja. In Deutschland haben sie Zuflucht gefunden. Zunächst. Aber werden sie auch ankommen? November 2015. Ein wichtiger Tag für Manal. Heute darf sie ihren Asylantrag stellen. Ich bin glücklich und habe gleichzeitig Angst. Bis 5:30 habe ich wachgelegen. Natürlich weiß ich, dass ich jetzt nicht sofort meine Aufenthaltsgenehmigung bekomme. Aber heute beginnt zumindest der Prozess. All die Tage, die hinter mir liegen, kann ich nehmen und in die Tonne werfen. Jetzt geht es los. Manal ist bereits seit 3 Monaten in Hamburg. Sie ist 35 Jahre alt, Mutter von 5 Kindern. Aber hier in Deutschland ist sie allein. Ihre Familie lebt noch in einem Flüchtlingscamp im Libanon. Jetzt mit der linken Hand, die andere Hand. Ihr Mann ist Palästinenser. Deshalb bekam nur Manal ein Visum für die Türkei, musste alleine fliehen. Ihre Hoffnung, wenn sie hier als Flüchtling anerkannt wird, darf sie ihre Familie nachholen. Von der Türkei aus bin ich mit einem Schlauchboot nach Griechenland gefahren. Und danach ging es irgendwie weiter. Also, sie kann sich nur an Griechenland erinnern. Danach wusste sie nicht, sie sind zu Fuß gelaufen. Okay. Sie weiß nicht, welche Länder sie überquert hat. Okay. Der Antrag ist gestellt. Ein erster wichtiger Schritt. Jetzt muss ich warten. Vielleicht 3 Tage, vielleicht 4 oder 5, vielleicht aber auch 2 Monate oder 9. Nur Gott weiß, wie lange ich warten muss. Noch ahnt Manal nicht, dass dieses Warten viel länger dauern wird. Dass sie ihre Kinder und ihren Mann monatelang nicht sehen wird. Ich verlange nichts. Ich bin nicht gekommen für Geld oder irgendetwas anderes. Ich möchte nur, dass meine Familie kommt. Als Flüchtlinge haben sie im Libanon keine Perspektive. Wir telefonieren jeden Tag, weil wir uns so sehr vermissen. Vor allem rede ich mit meiner kleinsten Tochter, damit sie mich nicht vergisst. Sie war erst 9 Monate alt, als ich sie verlassen musste. Deswegen zeigt meine Familie im Libanon ihr ständig Fotos von mir. Und jetzt hat sie sogar angefangen, Mama zu sagen. Zur gleichen Zeit treffen wir Ali. Seit 2 Monaten ist er in Hamburg. Hier ist er in einem ehemaligen Baumarkt untergebracht. In Syrien hat der 20-Jährige Mathematik studiert. Doch dann sollte er für das Assad-Regime an die Front. Ali wollte nicht kämpfen und entschloss sich, Syrien zu verlassen. Zurück blieben seine Eltern und sein Zwillingsbruder. Der ist schwer herzkrank, zu schwach für die Flucht. Als ich unser Haus verlassen habe, habe ich mich schrecklich gefühlt. Mein Herz blieb bei meiner Familie. Aber gleichzeitig habe ich zum Horizont geschaut und dort meine Zukunft gesehen, mein Leben.
Irgendetwas trieb mich an. Ich habe gespürt, dass ich meiner Zukunft entgegenlaufe. Alis größter Traum? So bald wie möglich wieder studieren. Wenige Tage später in der Universität Hamburg. Geflüchtete Studenten können sich heute für einen Deutschkurs bewerben. Auch Ali ist hier. Für ihn eine einmalige Chance. Denn eigentlich gibt es Deutschkurse erst nach dem Asylantrag. Sie rufen jetzt Namen auf. Vielleicht bin ich dabei. Bist du aufgeregt? Ja, sehr. Ich bin aufgeregt, weil ich jetzt eine Perspektive sehe für meine Zukunft. Ali hat Glück. Sein Name ist dabei. Noch am selben Tag beginnt sein Deutschkurs an der Universität. Ich habe heute viele Flüchtlinge aus den Camps wiedererkannt. Viele wollen gerne studieren. Jetzt haben wir die Hoffnung, dass es tatsächlich möglich ist, dass wir in dieser Gesellschaft ankommen können. Noch weiß Ali nicht, dass er schon bald nicht mehr in Hamburg sein wird. Bei Manal im Containercamp. Jeden Tag versucht sie, mit ihren Kindern im libanesischen Flüchtlingslager zu telefonieren. Hallo? Hallo? Ja, Lulu? Hallo, Lulu. Hallo? Hey, Susu. Susu, wie läuft es bei dir in der Schule? Bist du gut? Kriegst du gute Noten? Gott sei Dank. Und wo ist Hamoudi? Seit 5 Monaten ist das Handy die einzige Verbindung zu ihren Kindern. Hallo. Hallo. Und das wird sich so schnell nicht ändern. Die Telefonate sind mir sehr wichtig. Ich fühle mich dann, als würde ich bei ihnen sein. Ich kann sehen, wie die Familie zusammensitzt, wie meine kleinste Tochter ihre ersten Schritte macht. Ansonsten würde ich durchdrehen, wenn ich all diese Momente verpassen würde. Nur so sind meine Kinder nah bei mir. Ganz nah. Ali hat noch immer keinen Termin für seinen Asylantrag. Heute will er bei der Innenbehörde nachfragen. Viele Syrer, die nach mir in Deutschland angekommen sind, haben bereits ihre Termine. Ich nicht. Ich empfinde es als respektlos, als ob wir Flüchtlinge nichts wert wären. Wir sind kein Spielzeug. Sie können es doch nicht einfach irgendwo abstellen ohne Informationen. Wir sind Menschen. Vier Stunden lang muss er dieses Mal warten. Hey Ali. Völlig nach Halberstadt. Was haben Sie gesagt? Sie haben gesagt, Hamburg ist gar nicht zuständig für mich. Ich muss in Halberstadt meinen Asylantrag stellen. Aus der Traum. Vom Studium in Hamburg. Lass dich umarmen. Stattdessen beginnt für Ali eine 4-monatige Odyssee. Zunächst nach Halberstadt in Sachsen-Anhalt. Schaut euch diese Zelte an. Hier schlafe ich. Er haut ab. Nach Berlin. Lässt sich dort erneut registrieren. Alle sind aus Halberstadt abgehauen. Keiner konnte das aushalten. Und kommt in dieses Camp nach Berlin-Spandau. Hier beginnt die Zeit des Wartens. Immer wieder versucht er, seinen Asylantrag zu stellen. Immer wieder neue Orte, neue Termine. Ich bin nicht mal reingekommen. Wieder mal erfolglos.
Ich muss sofort zur Bundesallee fahren. Vielleicht klappt es ja dieses Mal. Sechs Stunden später. Ich hatte jetzt zwar mein Gespräch, aber ich muss für einen weiteren Termin wiederkommen. Ich habe ihm meinen Reisepass und meinen Ausweis gezeigt, aber sie bezweifeln, dass ich Syrer bin. Selbst hier auf den Ausweis haben sie geschrieben, Herkunftsland ungeklärt. Ich wünschte, sie hätten mir irgendwelche Fragen gestellt. Ich hätte sie doch alle beantworten können. Ali muss seine syrischen Papiere bei der Behörde lassen. Die Dokumente sollen auf ihre Echtheit überprüft werden. Hallo Mama. Danke, mir geht es gut. Ja, ich hatte ein Gespräch. Sie haben mir einen Ausweis für 3 Monate gegeben, aber ich muss noch ein zweites Mal wiederkommen. Ich habe ihr von dem zweiten Termin erzählt, aber nicht, dass sie bezweifeln, dass ich Syrer bin. Ich will sie nicht beunruhigen. Aber irgendwie bin ich mir jetzt sicher, dass ich nie meine Aufenthaltserlaubnis kriegen werde. Ali fährt zurück ins Camp. Dort wird er warten. Auf den nächsten Termin. Hamburg im März. 4 Monate ist es inzwischen her, dass Manal ihren Asylantrag gestellt hat. Eine Antwort hat sie immer noch nicht. Doch ohne eine Aufenthaltserlaubnis wird die Mutter ihre Kinder nicht wiedersehen. Ich schaue mir immer ihre Fotos an, überlege, wie sie sich wohl verändert haben. Die Kleine war auf dem Foto erst 2 Monate alt. Jetzt ist sie ein kleines Mädchen. Hamoudi ist jetzt schon in der 2. Klasse. Mama, wann kriegst du deine Aufenthaltserlaubnis? Sie sind noch so klein und reden von Aufenthaltserlaubnis. Weil sie wissen, dieses Papier bringt sie zu ihrer Mutter. Ich sage dann, hoffentlich bald, mein Schatz. Was auch passiert, eine Mutter sollte bei ihren Kindern bleiben. Was soll schon passieren? Dass sie stirbt? Dann stirbt sie wenigstens mit ihrer Familie. Zur gleichen Zeit in Berlin. Ali verlässt mittlerweile kaum noch das Flüchtlingscamp. Ich habe keine Energie. Ich habe einfach keine Kraft mehr. Keine Kraft, irgendetwas zu tun, mich zu irgendetwas aufzuraffen. Mit 6 Männern teilt Ali sich das Zimmer. Alle seit Monaten in Deutschland. Das gleiche Warten, die gleiche Ungewissheit, die gleichen Erfahrungen. Wenn ich zum Beispiel mit der Bahn fahre und mich hinsetze, dann setzt sich keiner zu mir. Auch wenn alle Plätze um mich herum frei sind. Erst wenn die Bahn richtig voll wird, setzen sie sich. Und dann umklammern sie ihre Handtaschen und schauen mich an, als wolle ich sie auffressen. Natürlich sind nicht alle so. Aber die Mehrheit der Menschen will uns hier nicht. Ich habe nicht mehr das Vertrauen in die Deutschen, wie ich es mal hatte. Ich bin seit 7 Monaten hier. Anfangs war es mir wichtig, Beziehungen zu jungen Deutschen aufzubauen. Aber jetzt ist es mir irgendwie egal. Es interessiert mich nicht mehr so.
April. Es gibt Neuigkeiten von Manal. Sie hat ihre Aufenthaltserlaubnis erhalten. Jetzt darf sie eine eigene Wohnung beziehen. Hier steht jetzt sogar mein Name. Es ist ein unbeschreibliches Gefühl. Zum ersten Mal wieder alleine leben. Niemand, der mir sagt, steh auf oder geh schlafen. Im Camp war sogar Kochen verboten. Hier habe ich ein sauberes Bad. Es ist nicht mehr alles dreckig. Ich trage frische Kleidung. Gott sei Dank. Bei der Wohnungssuche hatte Manal Hilfe von einer ehrenamtlichen Mitarbeiterin aus dem Camp. Das ist das Schlafzimmer, aber das ist natürlich noch nicht fertig. Es muss noch einiges gemacht werden. Ein wichtiger Schritt ist geschafft. Doch noch fehlt die Familie. Kurz nach diesen Aufnahmen bricht Manal den Kontakt zu uns ab. Der Grund: Ihre Familie darf erst im März 2017 bei der deutschen Botschaft im Libanon vorsprechen. Das bedeutet mindestens ein weiteres Jahr ohne ihre Familie. Manal in tiefster Verzweiflung. August. Alis Alltag in Berlin besteht noch immer aus Zeittotschlagen. Aber er hat sich wieder aufgerafft, lernt mit seinen Zimmernachbarn Deutsch. Ein Freund hilft. Du musst bei der Vergangenheit das Verb ändern. Das ist die Perfektform. Sag, was falsch ist. Bitte sag zu mir, was falsch ist und guck, ob ich sie zeige oder nicht. Ich werde dich nicht auslachen, weil ich weiß, von wo du herkommst. Ich weiß, wie schwer es für dich ist und ich würde mich auch sehr freuen, wenn du es überhaupt versuchst. Wie stellst du dich vor? Hallo. Hallo. Wenn es nachmittags ist, guten Tag. Guten Tag. Ich bin Ibrahim. Und Sie? Und Sie? Ich bin Ali, ich bin 21 Jahre alt. Ich wohne in Berlin. Ich bin seit einem Jahr in Deutschland. Ein Jahr? Ein Jahr in Deutschland. Ah, okay. Ein Jahr. Ein Pluriel. Jahr und zwei Jahre. Okay. Ein Unterschied mit Jahr und Jahre. Okay. Es ist ja nur ein Jahr. Einen offiziellen Deutschkurs darf Ali noch nicht besuchen. Denn nach fast einem Jahr in Deutschland durfte er noch immer keinen Asylantrag stellen. September. Manal meldet sich völlig überraschend aus dem Libanon. Schickt uns dieses Handyvideo. Nach anderthalb Jahren ist sie zum ersten Mal wieder vereint mit ihrer Familie. Denn mit ihrem Flüchtlingsstatus durfte sie Deutschland für 3 Wochen verlassen. Freunde und Familie haben gesammelt, ihr das Flugticket geschenkt. Manal erzählt, es seien die glücklichsten Tage ihres Lebens. Aber auch die schmerzhaftesten. Denn bald muss die Mutter wieder zurück nach Deutschland. Ohne ihren Mann und ohne ihre Kinder. Zur gleichen Zeit in Berlin. Ali ist auf dem Weg zum Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Es ist bereits sein 4. Termin. Vielleicht darf er ja heute endlich seinen Asylantrag stellen. Nach über einem Jahr in Deutschland. Drei Stunden dauert dieses Mal der Termin. Endlich. Ich habe den Antrag gestellt und ich habe ein sehr gutes Gefühl. Das ist ein sehr, sehr großer Schritt für mich, wichtiger als alles andere bisher. Hallo, Mama. Seitdem Ali in Deutschland ist, telefoniert er jeden Tag mit seiner Mutter in Syrien.
Der Beamte hat gesagt, dass schon sehr bald die Antwort kommen wird. Ich denke, sie wird positiv. Okay, tschüss. Zum ersten Mal seit langem also gute Nachrichten. 3 Wochen später. Ali ist als Flüchtling anerkannt. Jetzt darf er endlich aus dem Camp ausziehen. Doch dafür muss er erst einmal eine Wohnung finden. Hallo Monika. Ich interessiere mich für das Wiegezimmer. Es ist noch frei. Ich wohne in Spandau. Kann ich heute vorbeikommen? Ich bin seit einem Jahr in Deutschland und bald möchte ich studieren. Viele Grüße, Ali. Tandal. Kommt rein. Wie geht's dir, Ali? Was geht? Was machst du gerade? Ich sag's dir, ich suche ein Zimmer. Wo suchst du? In Zeitungen? Nee, im Internet. WG gesucht. Und würde es dich gar nicht stören, mit Deutschen zusammenzuleben? Nö. Klar, ich würde gerne allein wohnen, aber das ist ausgeschlossen. Hier muss man in einer WG leben. Klar, in Berlin ist es ja auch echt schwer, was zu finden. Ja, es ist sehr schwer. Aber ich versuch's halt und hoffe, dass es klappt. Ich wünsche dir, dass es klappt. Auch für uns, denn das Leben hier im Heim macht einen echt fertig. Oh ja. Deswegen möchte ich auch so schnell wie möglich hier raus. November. Wintereinbruch in Hamburg. Zum ersten Mal seit vielen Monaten treffen wir wieder Manal. Sie ist zu Besuch bei einer Freundin, Katja. Hoffentlich geht es schnell, ja, dass die Visa kommen, hm, ja? Ja, ich hoffe. Hast du gesprochen mit Mohanad? Ja. Wie geht's ihm? Gut, ja. Ja. Aber Mohanad ein bisschen Stress. Ja, ist ja müde, glaube ich. Ja. Die beiden Frauen haben sich im Flüchtlingscamp kennengelernt. Dort hatte Katja ehrenamtlich gearbeitet. Manal ist auch, spricht mit den Händen und ich kann in ihrem Gesicht viel lesen. Das ist ganz toll. Doch, doch, das kriegen wir hin. Wir haben schon, ich auch. Ja, wir haben schon ganz besondere Sachen. Natürlich verstehe ich nicht immer jedes Wort, wenn sie mit mir spricht. Aber wenn sie redet, verstehe ich immer, worum es geht. Verstehst du? Nein. Jetzt nein. Jetzt nein. Komm, jetzt gehen wir gucken, was der Kuchen macht. Ja. Kennst du so einen Kuchen? Ja. Ja? Backst du in Syrien auch Kuchen? Ja. Ja. Aber mit Schokolade, hä? Mit Schokolade und viel Zucker. Viel Zucker. Manals Familie im Libanon kann doch noch in diesem Jahr die Familienzusammenführung beantragen. Ich vermisse es so sehr, für meine Familie zu kochen. Aber hoffentlich bald wieder. Bald kannst du wieder für viele kochen. Für viele Menschen. Ja. Für deine Familie. Das musst du richtig kneten. Auch? Ja. Oh. Viel. Ja. Wir erzählen das keinem, wie viel da drin ist. Ich spüre einfach, dass ich Katja etwas bedeute. Sie ist eine echte Freundin. Sie kümmert sich um mich, ist immer für mich da. Sie gibt, ohne etwas zu erwarten. Einfach so. Sie ist ein Geschenk des Himmels. Katja, Geschenk. Ja. Allah. Ja. Geschenk, Katja. Ich bin dein Geschenk. Ja, du bist auch mein Geschenk, Manal. Ja. Es macht immer viel Spaß mit ihr. Zur gleichen Zeit in Berlin.
Heute beginnt Alis offizieller Deutschkurs. Eigentlich ein Grund zur Freude. Stell dir vor, deine Familie lebt in einem Land, in dem Krieg herrscht. Ständig hörst du von Bombenangriffen, es holt dich immer wieder ein. Dann kannst du nicht lernen, nicht arbeiten, nicht rausgehen, Leute treffen. Nichts geht mehr. Ali hat gestern weitere beunruhigende Nachrichten bekommen. Sein Zwillingsbruder muss dringend am Herz operiert werden. In Syrien unmöglich. Und das Land verlassen kann er nicht. Und das Wort ist Spaß. Spaß. Langes A. Ja, schön. Aufgabe 4a. Letztes Jahr im September bin ich mit ein paar Freunden nach München geflogen. Ah, zum Oktoberfest. Genau. Und? Hat's Spaß gemacht? Ja, total. Ich habe 1000 nette Leute getroffen. Wir haben Bier getrunken und gesungen und auf dem Tisch getanzt. So, diese Formen sind unregelmäßig. So, und das ist natürlich blöd, das müssen wir lernen. Das habe ich heute zum Beispiel gemacht. Am Morgen habe ich einen Tee getrunken, am 10 habe ich eingekauft. Gut. Wenn Ali schnell Deutsch lernt, kann er sich schon bald für ein Universitätsstudium bewerben. Aber das ist gerade sehr weit weg. Ali, du hast doch so lange auf diesen Tag gewartet. Dann hat mein Leben hier jetzt wohl angefangen. Dann ist es jetzt wohl so. Nach einem Jahr in Deutschland hat Ali jetzt die Chance auf ein neues Leben. Doch es ist ein Leben weit weg von der Familie. Ende November. Noch einmal zu Besuch bei Manal in Hamburg. Das sind Auberginen. Gefüllt mit Basilikum. Ich kenne nur ein paar Begriffe, nicht alle. Da sind noch Zwiebeln, Reis, Minze. Aber eine Sache, in Syrien sind die Auberginen viel kleiner. Die gibt es hier nicht. Also habe ich die Auberginen alle einmal durchgeschnitten. Manal erwartet heute Besuch von Freundinnen. Seitdem ich meine Heimat verlassen musste, bin ich für mich selbst verantwortlich. Dein Mann wird ja jetzt eine ganz neue Manal kennenlernen, wenn er nach Deutschland kommt. Ja, sicher. Aber ich weiß nicht, ob ihm das gefallen wird oder nicht. Du weißt ja, wie die Männer bei uns sind. Sie wollen gerne der Kapitän sein, der Steuermann, der alleinige Verantwortliche für die Familie. Ich weiß nicht, ob es ihm gefallen wird, wenn ich bald der zweite Steuermann bin. Ich weiß es wirklich nicht. Manal ist sich sicher, ihre Familie wird bald kommen. Hier in Deutschland werden sie dann ein ganz neues Leben beginnen. Camp im Libanon. Jetzt mit der linken Hand, die andere Hand. Ihr Mann ist Palästinenser. Deshalb bekam nur Manal ein Visum für die Türkei, musste alleine fliehen. Ihre Hoffnung, wenn sie hier als Flüchtling anerkannt wird, darf sie ihre Familie nachholen.
Von der Türkei aus bin ich mit einem Schlauchboot nach Griechenland gefahren. Und danach ging es irgendwie weiter. Also, sie kann sich nur an Griechenland erinnern. Danach wusste sie nicht, sie sind zu Fuß gelaufen. Okay. Sie weiß nicht, welche Länder sie überquert hat. Okay. Der Antrag ist gestellt. Ein erster wichtiger Schritt. Jetzt muss ich warten. Vielleicht 3 Tage, vielleicht 4 oder 5. In Deutschland haben sie Zuflucht gefunden. Zunächst. Aber werden sie auch ankommen? November 2015. Ein wichtiger Tag für Manal. Heute darf sie ihren Asylantrag stellen. Ich bin glücklich und habe gleichzeitig Angst. Bis 5:30 habe ich wachgelegen. Natürlich weiß ich, dass ich jetzt nicht sofort meine Aufenthaltsgenehmigung bekomme. Aber heute beginnt zumindest der Prozess. All die Tage, die hinter mir liegen, kann ich nehmen und in die Tonne werfen. Jetzt geht es los. Manal ist bereits seit 3 Monaten in Hamburg. Sie ist 35 Jahre alt, Mutter von 5 Kindern. Aber hier in Deutschland ist sie allein. Ihre Familie lebt noch in einem Flüchtlingscamp. Jetzt hat sie sogar angefangen, Mama zu sagen. Zur gleichen Zeit treffen wir Ali. Seit 2 Monaten ist er in Hamburg. Hier ist er in einem ehemaligen Baumarkt untergebracht. In Syrien hat der 20-Jährige Mathematik studiert. Doch dann sollte er für das Assad-Regime an die Front. Ali wollte nicht kämpfen und entschloss sich, Syrien zu verlassen. Zurück blieben seine Eltern und sein Zwillingsbruder. Der ist schwer herzkrank, zu schwach für die Flucht. Als ich unser Haus verlassen habe, habe ich mich schrecklich gefühlt. Mein Herz blieb bei meiner Familie. Aber gleichzeitig habe ich zum Horizont geschaut und dort meine Zukunft gesehen, mein Leben. Irgendetwas trieb mich an. Ich habe gespürt, dass ich mein... Ja, Lulu! Wie läuft's bei dir in der Schule? Das ist Manal. Und das ist Ali. Beide sind vor dem Krieg in Syrien geflüchtet. In Deutschland hoffen sie auf ein neues Leben. Ich bin aufgeregt, weil ich jetzt eine Perspektive sehe für meine Zukunft. 12 Monate haben wir sie begleitet. Monate voller Schmerz. Was auch geschieht, eine Mutter sollte bei ihren Kindern bleiben. Enttäuschung. Ich habe ihm meinen Reisepass und meinen Ausweis gezeigt, aber sie bezweifeln, dass ich Syrer bin. Und Hoffnung. Das ist ein Geschenk. Ja. Allah. Ja. Geschenk. Ich bin dein Geschenk. Ja, du bist auch mein Geschenk, Manal. Holiday. Ja. Vielleicht aber auch 2 Monate oder 9. Nur Gott weiß, wie lange ich warten muss. Noch ahnt Manal nicht, dass dieses Warten viel länger dauern wird. Dass sie ihre Kinder und ihren Mann monatelang nicht sehen wird. Ich verlange nichts. Ich bin nicht gekommen für Geld oder irgendetwas anderes. Ich möchte nur, dass meine Familie kommt. Als Flüchtlinge haben sie im Libanon keine Perspektive. Wir telefonieren jeden Tag, weil wir uns so sehr vermissen. Vor allem rede ich mit meiner kleinsten Tochter, damit sie mich nicht vergisst. Sie war erst 9 Monate alt, als ich sie verlassen musste. Deswegen zeigt meine Familie im Libanon ihr ständig Fotos von mir.